Jo, was geht, meine lieben Zocker-Junkies? Arno ist wieder hier, heute mit Guild Wars 2. Der gute Link hier, der hat mich ein bisschen spitz auf das Game gemacht, wegen dem großen Content, wie er sagt. Und was ich bisher gesehen habe, ist ja nicht gerade klein. Ich zeig's euch mal, das hier, in dem Sinne, ist die Free-to-Play-Welt. Und ich sag mal, bis wann das alles erkundet hat, vergehen schon mal die ein oder anderen Stunden. Dann hat man noch verschiedene Klassen. Ich würde mal pro Rasse und dann nochmal verschiedene Arten in den Rassen selbst. Also ich sag mal, da hat man eine Menge zu tun. Und dann gibt es ja noch die zwei Addons. Nebenbei, hier sieht man ganz gut den Link. Ich würde mal sagen, passend. Sieht nice aus, ey. Bin noch nicht so ganz zufrieden. Ja, geil sieht's trotzdem schon mal aus. Sag mal, so, wir machen ja jetzt ein Event. Sag mal, genau. Was ist denn das? Das ist der Svanir-Schamane. Ja. Das ist eigentlich so einer von der Weltbosse hier im Eisklammsund. Im Wanderer Hügel, Entschuldigung, in der Zittergipfelgebirge. Und ja, der ist ab Level 10. Aber ja, alleine würde ich ihn auf keinen Fall empfehlen. Und normaler, also wie man jetzt auch hier sieht, versammeln sich auch so langsam die Spieler. Und dann wird gleich ordentlich gekloppt. Die Dame hier sieht aber auch nicht übel aus. Oh. Ich rede nicht von ihren großen Brüsten. Ja gut, das wäre jetzt für mich ein bisschen zu kalt. In so einem Fummel. Ja, hier noch was zierlich Zartes für alle Benos. Ja, ist ja alles dabei. Perfekt. Das hier, das ist, ach Gott, wie nennt man die noch einmal? Irgendwas mit S-I. Ach, S-I sage ich. S-Y. Ja, auf jeden Fall. Das sind so Baummenschen da. Die sind, Silanes oder so heißen die. Warte, deren ihr Gebiet ist im Hain. Das ist hier in dem Ecke. Das ist ganz auf der anderen Seite von der Welt. Also, sag mal, bis man darüber gelaufen ist, viel Spaß. Okay, warum sehen meine Fähigkeiten auf einmal anders aus? Dunkler Pfad, Verdammnis und Lebensexplosion. Lol. Da hast du wahrscheinlich Seuchenlande aktiviert. Das kann sein. Das dürft. Ne, Elitefähigkeit. Hast du schon Elitefähigkeit? Nee, war das nicht. War das F1 oder 0? Ne, warte mal. Ach, warte mal, was hast du da aktiviert? Guck mal grad, wie es heißt. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Zustände verzerren, vielleicht. Das müsste Oppe in Gänsefüßchen stehen. Oder Todesschleier. Nehmt einen. Ja, das wird wohl gewesen sein. Ja, das war's. Mit F1. Ach so, okay, genau. Du kriegst aber später noch ein bisschen was Cooleres. Okay. Ach, so langsam geht die Meute hier mal auf. Ja, ich bin gespannt, Digi. Tötet sie! So, dann kannst du also mal ein bisschen Abstand holen. Also ich soll jetzt ein bisschen rückwärts gehen. Obwohl, ne, jetzt kannst du. Ne, jetzt erst mal aufs Totenbruch schlagen. Alter, was? Was für eine Damage macht der eine bitte? Das machen alle zusammen. Wir pushen uns gegenseitig hoch. So, dann kommst du mal zu mir. Bist du die City? Ah, da. Punkt. Ja, ja.
So, das ist unser Kandidat. So, und den kannst du dann von ein bisschen außerhalb zerschnetzeln. Ich bin gerade am Gucke. Waldläuferin, an die hier kannst du schalten. Ja. Weil die heilt nämlich auch mehrere. Wächter, der geht in den Nahkampf. Oh, das ist immer umgefallen. LOL! Das ging jetzt unerwartet flott. Ja, das. Die Events, also diese Nebel-Events, die dauern eigentlich nie lang. Kannst du zwar mitmachen, gibt ein bisschen EP, aber ja. Es gibt halt irgendwann dann so Zeit, da machst du die gar nicht mehr mit, weil es ist dann einfach unnötig. Es gibt immer wieder Leute, die das dann machen. Ach, viele Leute hier einfach mitmachen. Das ist trotzdem, also das Game ist ja nicht von heute auf morgen, aber von gestern oder morgen. Aber wow. So, jetzt kannst du draufkloppen. Den hat er nicht mit in die Front. Weil ich brauch den Spaß. Also ein bisschen näher kann schon ruhig noch drankommen. Wenn der ja, ich stand nur gerade im roten Kreis. Achso. Mach ich den überhaupt Damage? Hol schon von der anderen die Kraft. Weil bisher hast du jetzt nur Regeneration. Genau. Die Buffs gewinnen. Dass da schön viel Schade macht. So, und gleich bei 50%, wenn der 50% ist, dann ist ein bisschen Abstand noch umgehen. Ich verstehe dich gerade ein bisschen schlecht. Das ist so viel Sound im Moment. Ich bin down gegangen. Ja. Lebt schon wieder? Nee. Jetzt. Und wieder down. Geil! Ja, das ist halt das Problem bei dem. Ja, aber du wärst eigentlich direkt wieder aufgehoben, wenn du in der Nähe bleibst. Nur versuch nicht so oft zu sterben, weil das geht um die Rüstung. Das wird später teuer. Ach, krass, Alter. Flecht mich schon hart, Alter. Oh, ich verliere ein bisschen Leben. Ja, mit deiner 6 kann ich dich hochheilen. Ja. Und der hat sich aber auf schlechte Zeit ausgesetzt und sterbe, das bin ich auch umgefallen. Kollege, das ist nicht genau, was auch nicht stimmt. So viel. Hopp. Leute, wo sind mein Kampf? Also, hallo, wo sind mein Kampfpfeiler? Hopp! Hopp! Du hast hier zu viel! Erste Mal, dass ich was sehe! Alles klar. Das ist der Nachteil am Low-Level-Gebiet. Heilt kein Mensch. So, und jetzt kannst du vorne die Stahltruhe leer räumen. Also am besten alle Truhe leer machen. Berechtigte Leute aufheben, dass die auch direkt looten können. Gibt auch alles EP. Ja, du Nonnen, geh du Mobil trinken. So, und das war jetzt dein erster Weltkrieg. Erfrischend. Krass. Also, da war ja eine Menge Action drin. So. Inventory. Ich muss zuerst mal sauber machen. Ich hab hier Pfeil und Bogen, kann ich aber bestimmt nicht ausrüsten. Als Necro, nein. Ich
habe irgendwie keine Waffe für mich bekommen. Ja, das kommt alles nur nach Zeit. Jetzt mit der Anfangswaffe, da kannst du hier noch gut rinschnetzeln. Zum Beispiel winzige Totems, kann ich die wegschmeißen oder was? Nee, da machst du, geh mal auf aufs Zahnrad und dann alle Materialien lagern. Ja. So, und dann tust du alle Materialien deiner Bank lagern. Ja. Das sind die, wo du später brauchst für legendäre Waffen und so weiter herzustellen. Und alles, was jetzt übrig geblieben ist, kann ich wegschmeißen. Beziehungsweise kannst du dir auch Wiederverwertungskits holen. Also ich habe jetzt den hier. Den kannst du für 300 Diamant kaufen. Oder wie auch immer die Währung, du nochmal hier ist Edelstein. Mhm. Mit dem du halt bezahlst jedes Mal 3 Kupfer, um einen Gegenstand wieder zu verwerten. So, und ansonsten kannst du dir bei, so zum Beispiel in der Stadt, bei dem Kaufmann, also in dem kleinen Städtchen da, wo wir vorhin dran vorbeigelaufen sind, wo ich kurz zu der Pudel da gegangen bin, die Rüstung reparieren, dort ist ein Kaufmann und bei dem kannst du dir Wiederverwertungskits kaufen. Und damit kannst du die Sache zerschnitzen, um Material hier rauszubekommen. Hm. Ich bin kurz vor Level 6. Wollen wir... ja, können wir das so erwähnt noch mitmachen. Ja. Perfekt. Ja, dann hätte ich noch einen Gegenstand, den ich nutzen könnte. Einfach die ramponierte Rüstung aufheben, bei dem Tübi abgeben und fertig. Ah, Tübi, nee, das ist das komische Kind, das die Rüstung braucht. Mir tut hier etwas weh. Hast du Rüstungsteil aufgehoben? Ja, und dann zu Rani oder was? Genau, zu deinem kleinen Hosescheiße. Er will sich so unbedingt eine Rüstung bauen. Komm ich mal zu dir gelaufen. Ach Gott, hör doch auf, euch immer unsichtbar zu machen. Oh. Ich lauf dir hinterher. Seitdem ich PvP gespielt habe und gegen Dieb und Messmer gefightet habe, gegen die neue Klasse, kann ich einen Anfall kriegen, ey. Mit ihrer scheiß Unsichtbarmacherei. Das ist so eklig. Hammo, wo kommen ihr da alle her? Hast du keine Rüstungsteile? Keine Ahnung, aber mal hatte ich die Fähigkeit. Das ist meine F1. Ah ja gut, das ist eigentlich sozusagen so kleine Elite-Fähigkeit. Die sollte man eigentlich nur benutzen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ich habe ja noch keine Peilung, also. Also jedenfalls davon. Ich wollte es nur eben gezeigt haben. Was gezeigt? Die Fähigkeit, weil du ja vorhin gefragt hattest, hast du schon legendäre... Ach so, ja, das ist die Anfangsfähigkeit, wo du hast als Nekromant. Und später bekommst du die hier, die sieht dann so aus. Jo, Alter! Du kannst dann so verschiedene Dinger rauskloppen. Da ist ein Sensenmann über deiner Rübe aufgetaucht. Sexy! Hat mich so ein kleines bisschen erregt. Wow. Toll, ich konnte gerade jemanden wiederbeleben. Ja, mich. Also. Alles klar. Ich hab das Ding angegriffen, bevor du deinen Schlag machen konntest, hat das Ding mich gekillt, ey. Ich mag, wie das aussieht. Affengeil. Zusätzlicher Schaden.
Da habe ich auch so einen kleinen Sensenmann. Wie krass. Ja, und da war ich auch wieder down. Ja, das ist halt auch so ein kleiner Vorteil, wenn du hinfällst und du kannst, während du liegst, noch deine Gegner töte, stehst du wieder automatisch auf. Das ist wie so Comeback. Okay. Ja, aber wenn ich meinen F1 drück. Na gut, wie gesagt, spar dir die In für Notfälle. Und da kriegst du halt mich was. Ja. Da. Das macht mir Damage, macht Aua, böse. Wo ist er denn hin? Warte. Erfahrung macht ihn stark. Ich hasse unsichtbar. Achso, was ich dir auch empfehle würde, wolltest du irgendwas sagen? Ja, ich kann, ich habe jetzt Level 6 erreicht, ich hab's, Dings aufnehmen können. Dings aufnehmen? Ja, das Item, was ich sagte, was ich im, Rucksack hab. Ah, okay. Deswegen... Ach, das Horn. Ja, genau. Ja, das gibt dir, Geschwindigkeitsboost, die 5, und noch irgendwas anderes, und das andere gibt da irgendwas. Ja, ich habe jetzt nicht die 5, sondern erstmal die 4 bekommen. Ach so, Gott, was ist denn die 4? Ach, Simo in der Ando hat er ja sein Mini ausgepackt. Lol. Mach rechts klick. Ist das ein Drache, Alter? Ja. Hey, nice. Mini mystischer Drache. Lol. Erinnert mich Jungs wie eine realistische Version von meinem Shenlong, der hinter mir steht. Geil. Feier ich. Oh, warte mal, genau. Kann ich auch mal noch gerade gucken. Höllen? Nee. Ach du Scheiße, wie hieß der Hund denn noch einmal? Das ist ja egal. Lass mal eben das Event Miniatur hier zu Ende machen. Nee, das ist nicht egal. Weil normalerweise jeden, den ich in das Spiel rin schleppe, kriegt von mir deine Mini. Der, wo du gerade auf dem Boden rumkruschelt. Der kleine da. Ja. Das ist ja süß. Ach Gott, was hab ich jetzt gehabt noch einmal? Dort, der Quadel. Meine Schneenon-Armee braucht noch Rüstung. Es darf auch Schrott sein. Wer hilft mir? So, Mini-Teufelshund, haben wir ne. Sofort kaufen. So, vielen Dank. Gut, dann müssen wir jetzt gleich nur noch an der Handelspost. So, jetzt können wir aber auch vom Event weggehen, weil das machst du jetzt dann automatisch mit. Also auch wenn die jetzt irgendwo ganz oben im Norden dobisch machst, kriegst du trotzdem noch die EP. Außer du verlässt die Karte. Ja, krass. So, was hätte man noch? Ja, aber ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal das Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wenn ihr mehr von Guild Wars sehen wollt und das auch mit dem guten Link hier, dann sage ich mal, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Support ist kein Mord. Lasst mich eure Meinung wissen. Um den Ball, checkt mal den Dude hier aus. Link zu seinem Channel unten in der Beschreibung. Ich bin raus. Hey, guck mal, Alter. Herr der Ringe, hier oben geht's zu Bilbo. Richtig krass. Keiner hat mir gesagt, dass das hier im Universum von Herr der Ringe spielt. Krass. Wow. Hammerhart, ey. Ehre. Ich test zu vorhin und jetzt. Dann wollen wir mal. Du.
Herzlichen Glückwunsch zu Level 10. Ja. Es fehlen nur noch 70 Level. Wer ist das? Die haben wir aber jetzt. So, und jetzt dürfst du deine Geschichte weitermachen können. Kleinen Moment, ich gebe gerade wieder Herzen. Schaffst du mir hier? Der Wolf ruft. Ja, kann ich machen. Perfetto. Aber was für ein Unterschied.